Du machst intensives Krafttraining, isst deiner Meinung nach wenig ungesunde Lebensmittel und trotzdem klappt es mit dem Muskelaufbau nicht? Dann liegt es an der falschen Ernährung. Die Kombination aus Sport und der richtigen Ernährung ist der Schlüssel für den Muskelaufbau. Nicht umsonst gibt es den Spruch, "Abs are made in the kitchen". Aber warum ist die richtige Ernährung so wichtig für den Muskelaufbau? Für den Muskelaufbau braucht unser Körper Lebensmittel mit viel Protein, Mikronährstoffen, Vitaminen und Mineralien. Proteine sind die Bausteine unseres Körpers. Und um Muskeln aufzubauen, brauchen wir immer wieder neue davon. Je mehr wir von diesen Baustoffen aufnehmen, desto leichter werden neue Muskeln aufgebaut. Mit Kraftsport und diesen 5 Lebensmitteln erreichst du garantiert dein Ziel vom muskulösen Körper. Nummer 1 – Eier. Eier sind der Inbegriff für den Muskelaufbau und für eine proteinreiche Ernährung ein optimaler Wegbegleiter. Sie haben eine biologische Wertigkeit von 100 und können somit sehr effizient vom Körper für den Muskelaufbau verwertet werden. Am meisten Eiweiß findet man übrigens im Eigelb. Ein mittelgroßes Ei hat ca. 7 Gramm Protein. Nummer 2 – Magerquark. Magerquark enthält viel Protein und ist dabei besonders fettarm. Auf 100 Gramm Magerquark stolze 13 Gramm Protein und lediglich 0,25 Gramm Fett. Deshalb ist Magerquark in der Definitionsphase des Krafttrainings ein optimales Lebensmittel. Ein weiterer Pluspunkt von Magerquark ist das enthaltene Kalzium, welches die Knochen und die Zähne stärkt. Auf 100 Gramm Quark sind stolze 92 Milligramm Kalzium enthalten. Durch den Verzehr von Magerquark wird außerdem unsere Verdauung angeregt. Dank der im Quark enthaltenen Milchsäurebakterien kann unser Körper diesen gut verstoffwechseln. Was auch für Magerquark spricht, der hohe Proteingehalt. Er hält nicht nur lange satt, sondern senkt auch den Blutzuckerspiegel. Nummer 3 – Geflügel. Zum Geflügel zählt Fleisch wie Hähnchen, Pute, Ente und Gans. Alle Geflügelsorten liefern viel Eiweiß und wertvolle Nährstoffe wie Vitamin B und Eisen. Die Geflügelsorten Hähnchen und Pute liefern mit 24% Protein am meisten Eiweiß. Entenfleisch hat 18% Protein und das der Gans 15%. Dafür liefern Ente und Gans am meisten Fett. Das Entenfleisch hat 17% Fettgehalt und das Gänsefleisch kommt auf satte 31% Fettsäuren. Wenn du deine Muskeln definieren möchtest, greifst du besser zu Putenbrust oder Hähnchenbrust, da diese weniger als 2% Fett haben. Nummer 4 – Rindfleisch. Rindfleisch gilt neben dem Geflügel als der ideale Eiweißlieferant. Es enthält im Durchschnitt 19% Protein und lediglich 8% Fett. Dank der hohen biologischen Wertigkeit von 92 kann Rindfleisch vom Körper optimal in Muskeln umgewandelt werden. Rindfleisch versorgt uns auch sehr gut mit Eisen. Das im Rindfleisch enthaltene Eisen von 2,2 bis 2,6 Milligramm pro 100 Gramm Rind fördert die Blutbildung in unserem Körper. Darüber hinaus bietet Rindfleisch wichtige B-Vitamine, die unseren Energiestoffwechsel unterstützen. Aber aufgepasst, Rindfleisch sollte nur in Maßen genossen werden, da es sich negativ auf unsere Herzgesundheit auswirken kann. Nummer 5 – Nüsse, Samen, Kerne. Nüsse, Samen und Kerne sind eine hochwertige und nahrhafte Ernährungsquelle und passen in fast jede Ernährungsform. Obwohl sie sehr viele Kalorien enthalten und einen hohen Fettanteil aufweisen, sind sie besonders gut für unseren Körper. Nüsse, Samen und Kerne liefern uns eine Menge an Energie, bringen unsere Nerven und Muskelzellen in Schwung und sättigen lange und binden Giftstoffe. Mandeln haben einen Proteingehalt von 24% und sind somit auch ein perfektes Lebensmittel für den Muskelaufbau. Da Nüsse einen hohen Kaloriengehalt haben, ist es empfehlenswert, den Konsum auf 1 bis 2 Handvoll Nüsse pro Tag zu begrenzen. Und das war's für heute. Wenn du keine neuen Videos mehr mit geheimen Tipps rund um deine Gesundheit verpassen willst, dann abonniere jetzt unseren Kanal und aktiviere die Glocke. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.